Die Sozialkontaktstelle ist die zentrale Servicestelle für Studierende und Beschäftigte der Hochschule Mittweida. Die Hochschule erhielt 2009 die Zertifizierung Familiengerechte Hochschule. Seitdem bearbeiten die Mitarbeiterinnen die individuellen Problemlagen und stehen mit Rat und Tat zur Unterstützung bereit. Die hauptsächlichen Zuständigkeiten sind dabei die Koordination und die Durchführung von familiengerechten und gesundheitsfördernden Maßnahmen. Darüber hinaus gehört die Sicherung von Inklusion und Chancengleichheit zu den Hauptaufgaben. Die Förderung von Familie und Chancengleichheit ist an der Hochschule Mittweida ein wichtiger Bestandteil des Campuslebens mit Tradition. Eine Hochschule soll nicht nur ein umfangreiches, vielfältiges Studienangebot haben. An einer Hochschule sind auch die Menschen vielfältig. Die Menschen, die hier studieren, die forschen, die lehren, sind Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, aber oft auch in einer ganz unterschiedlichen Lebenssituation. Menschen, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen kommen, können natürlich nicht immer die Anforderungen gleich erfüllen. Man muss also dafür sorgen, dass man sie in die Lage versetzt, ihre Chancen auch nutzen zu können. Und damit das gut gelingt, muss man sich etwas darum kümmern. Und dafür haben wir eine Institution, die nennen wir Sozialkontaktstelle. Wenn man diese besonderen Situationen ansieht, dann sind es formal manchmal eher Einschränkungen. Wenn man aber das Konzept von Diversity und die Arbeit der Sozialkontaktstelle richtig versteht, dann erkennt man, dass diese scheinbaren Einschränkungen eher eine Bereicherung sind. Und damit diese Bereicherung auch im Alltag möglich wird, arbeitet die Sozialkontaktstelle. Sie ist somit eine ganz zentrale Einrichtung der Hochschule. Und da sie sich um die Menschen kümmert und ihre besonderen Situationen, ist es vielleicht sogar die wichtigste Einrichtung, die eine Hochschule haben kann. Die strukturelle Anbindung der Sozialkontaktstelle ist eine Besonderheit. So findet sie sich mit ihrem Aufgabenspektrum im Institut für Kommunikation, Kompetenz und Sport und zählt somit zu den zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Sozialkontaktstelle ist in das neue Institut eingebunden, was wir jetzt im Herbst 2015 gegründet haben, das Institut für Kompetenz, Kommunikation und Sport, und denken, dass das in dem Rahmen gut platziert ist. Es ist ein Aufgabenbereich neben dem Studium Generale. Wir haben ja einerseits den Teil Sport, Hochschulsport und Spitzensport, und dann haben wir das Studium Generale, was vor allen Dingen nach innen orientiert ist für die Studierenden, und die Sozialkontaktstelle als Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und auch für Studierende ist sozusagen ein dritter Schwerpunkt innerhalb dieser Gesamtkonstruktion. Die familienfreundlichen Angebote reichen von einem Beratungsspektrum zur Thematik Beruf oder Studium mit familiären Belangen bis hin zu regelmäßigen Aktionen. Dazu zählen unter anderem die Kinderuni und verschiedene Familienfeste. Zusätzlich spielt hier die Begleitung in den verschiedenen Lebenslagen eine große Rolle. Die Hochschule ist seit 2009 mit dem Zertifikat Familiengerechte Hochschule ausgezeichnet und im Rahmen der Erstzertifizierung wurde unser Büro gegründet. Zunächst als Beratungseinrichtung für familiäre Belange. Um die Familienfreundlichkeit an der Hochschule stetig zu verbessern, koordinieren wir auch noch strukturelle Maßnahmen, wie zum Beispiel die Durchführung von Familienfesten und der Kinderuni, die Planung von Seminaren zu Pflege, Studium mit Kind etc. bis hin zur Kooperation hinsichtlich der Kinderbetreuung. Das ist zum einen ein Kooperationsprojekt mit der Tagesmutter hier direkt am Campus sowie der städtischen Kindertagesstätte Auenzwerge, die auch eine Spätbetreuung für Hochschulangehörige anbietet. Welche Maßnahmen konkret entwickelt, etabliert und durchgeführt werden, ist in einer Zielvereinbarung festgeschrieben und diese wird alle 3 Jahre erneuert. Seit 2015 steht nun zum Beispiel verstärkt das Thema Gesundheitsmanagement auf der Agenda. In diesem Rahmen haben wir bereits 2 Gesundheitstage an der Hochschule durchgeführt und es werden regelmäßig kostenfreie Kurse und Workshops für Hochschulangehörige angeboten. Diese Angebote, Veranstaltungen und Möglichkeiten der Sozialkontaktstelle werden ständig erweitert und weiterentwickelt. Dafür zuständig ist unter anderem der Begleitkreis der Hochschule Mittweida. Seit 2015 arbeitet das Land Sachsen verstärkt an der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und ruft in diesem Zug die Hochschulen und Universitäten dazu auf, die Inklusionsarbeit im Bereich Studium zu verstärken. Die Themengebiete der Sozialkontaktstelle entwickeln sich natürlich stetig weiter.
So ist es seit letztem Jahr dazu gekommen, dass das Land Sachsen die Hochschulen dazu animiert, die 2008 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen und somit die Studierenden und auch Mitarbeiter mit chronischen Erkrankungen bzw. Behinderungen in den normalen Studien- bzw. Berufsalltag zu integrieren. Wir als Sozialkontaktstelle entwickeln dazu verschiedene Maßnahmen und versuchen diese auch gut in der Hochschule zu etablieren. So haben wir zum Beispiel im letzten Jahr verschiedene Unterstützungsgegenstände für chronisch Kranke und Behinderte angeschafft, die man bei uns nach dem Ausfüllen eines kleinen Formulars einfach ausleihen kann für eine bestimmte Ausleihzeit und so den Studienalltag gut über die Runden bekommen kann. So kann man sich zum Beispiel ein Keilkissen ausleihen, um einfach den Rücken während des Sitzens im Seminarraum zu entlasten. Auch für die Zielgruppe der chronisch Kranken und behinderten Studierenden gibt es ein breites Beratungsangebot und verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung. Also ich war bereits schon Studentin, war am Ende meines ersten Semesters und habe gut studiert, aber eher schlechte bis mittelmäßige Prüfungen geschrieben und wusste halt, so kann es nicht weitergehen. Ich brauche Hilfe, ich brauche Aktivhilfe. Die muss ich mir suchen und die muss mir irgendwo gestellt werden. Und bin damals dann zur Studienberatung gegangen, habe gefragt, ob es da Möglichkeiten gibt, wo ich mich hinwenden kann für mein Problem. Und die hat mich dann damals an das Büro verwiesen. Ich bin sofort hin, habe sofort einen Termin bekommen. Ja, und so habe ich damit davon erfahren und wird mir auch geholfen damals. Also erstmal wusste ich ja gar nicht, was mir für Angebote oder für Maßnahmen halt zustehen. Das wurde mir erstmal dann dementsprechend halt eben damals gesagt, was ich machen könnte, was ich bekommen könnte. Mir wurde in den Beratungen geholfen, mir wurde bei den ganzen Beamtengängen auch teilweise geholfen. Wie gesagt, die Dokumente wurden gemeinsam ausgefüllt, wenn ich Fragen hatte. Und ja, das ist halt wirklich, die Mitarbeiter von der Sozialkontaktstelle helfen dir, wo sie können. Auch außerhalb teilweise der Öffnungszeiten, ja, und auf jeden Fall super beraten. Die Unterstützung wird vor allem durch eine umfassende Beratung sowie den Nachteilsausgleich für Studierende gewährleistet. Durch einen Nachteilsausgleich wird benachteiligten Studierenden eine adäquate Studienpraxis gegenüber den Studierenden ohne Einschränkungen ermöglicht. Auf diese Weise können Studienabläufe an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, zum Beispiel durch Prüfungszeitverlängerungen oder Sonderstudienpläne. Veranstaltungen und Förderungsprojekte wie die öffentliche Kinderuni führen die Kinder frühzeitig an Wissenschaft und die Hochschule heran. Dabei erklärt eine Professorin oder ein Professor in einer Vorlesung kindgerecht die Dinge des Alltags und beleuchtet, wie Technik funktioniert. Dabei steht das Thema MINT-Förderung immer im Zentrum. MINT. Das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Weitere Projekte der Sozialkontaktstelle zielen besonders auf Hochschulangehörige mit Familie ab. So gibt es zum Beispiel jährlich eine Kinderweihnachtsfeier und ein Familienfrühlingsfest für Studierende und Beschäftigte der Hochschule. Die Angebote, die ich genutzt habe von der Sozialkontaktstelle, sind zum einen die Weihnachtsfeier und zum anderen das Frühlingsfest. Meine Kinder besuchen die Kinderuni und haben die letzten zwei Jahre das Sommercamp besucht und ich selber habe einen Kurs zur progressiven Muskelentspannung besucht. Wir haben sich Gedanken gemacht, was den Kindern vermittelt werden soll und wie es vermittelt wird. Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht bei den Veranstaltungen. Das Programm ist liebevoll gestrickt, es ist alles sehr schön organisiert und es gibt ganz viele verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder und auch für die Eltern. Und natürlich auch einfach, um in den Erfahrungsaustausch zu treten mit anderen. Die Erfahrungen sind positiv, die Programme sind gut gestaltet, die Kommunikation läuft gut, man hat einen guten Informationsaustausch und das ist alles sehr liebevoll gestaltet. Die Sozialkontaktstelle der Hochschule Mittweida ist Ihre Anlaufstelle für Fragen rund um Studieren und Arbeiten in besonderen Lebenslagen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Beratung und scheuen Sie sich nicht, nach einem Nachteilsausgleich zu fragen.